Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ich wurde gefragt wegen Verkippen, dass bei einem das Verkippen nicht geht. Deswegen schauen wir uns die Folge mal an. Und zwar ist das wie folgt. Erstens, ich schau mal, es ist das Wissen, was ich bis jetzt habe. Es sind jetzt mittlerweile keine Ahnung wie viele Folgen, ich glaube insgesamt über 200 müssten wir mittlerweile liegen. Mit Season 1 natürlich dazu. Verkippen ist relativ wichtig. Und ich habe auch erst letztens noch was dazu gelernt, was mich erstaunt hat. Erstens, oben unter dem, je nachdem wie du es machst, also je nachdem wie man es macht, wenn man sagt, man tut es offen, ohne Baugrube verkippen lassen, dann muss man hier oben reingehen und, oder? Doch, genau, hier und dann hier, was darf verkippt werden? Immer wichtig zu gucken. Das ist sozusagen die allgemeine Verkipp-Richtlinie, die für die Welt gilt. Bedeutet, wenn keine Baugrube da ist, wenn nichts mit einem Baukontrollturm sozusagen kontrolliert wird, gilt das. Und dann wird hier angezeigt, okay, ich lasse öffnen oder allgemein zu Gestein, Schlacke, Kies, abgereichertes Uran, Erde und Kompost. Das sind die Sachen, die sie bei mir in der Welt verkippen dürfen. Bedeutet, sie dürften kein Eisenerz, kein Kupfererz, keine Kohle, nichts verkippen. Und das würden sie auch nicht machen. So, wiederum, wenn ich aber hier zum Beispiel so einen Baukontrollturm habe, wo habe ich denn jetzt gerade einen zum Beispiel? Was ist denn hier los? Aus und aus bitte, dankeschön. Wenn ich hier so einen Baukontrollturm habe, ich hoffe, ich habe den Baukontrollturm, genau. Dann habe ich hier eigene Richtlinien und diese gelten wiederum für den Bereich, der freigegeben ist. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel Gestein, Schlacke und Kies. Das ist, was hier verkippt werden darf. Und er gibt mir, meldet mir, wenn was nicht verkippt werden kann. Hier ist zum Beispiel eine Sache mehr drin, Erde. Bräuchte ich gar nicht, weil darf ja gar nicht verkippt werden. Aber er meldet es mir trotzdem. Ist so eingestellt. Aber ganz ehrlich, ich gebe mir weniger Sachen drum, dass es mir meldet, sondern es soll einfach funktionieren. Aber ist natürlich sehr praktisch, weil wenn zum Beispiel der Lagerbereich voll ist, weil er es nicht mehr verkippen kann, dann gibt er dir eine Warnung. So, was ist zu beachten? Was ich gelernt habe, ist natürlich, also es gibt erstens die Verkippgebiete, das sind die hier. Bedeutet, das ist einfach, da kippen sie rein. Da wird weder abgebaut noch irgendetwas. Bedeutet, da kippen sie es einfach hin. Dann hast du noch das Planierungsgerät hier. Dieses Planierungsgerät verwende ich zum Beispiel hier schon. Bedeutet, ich habe alles auf eine Ebene gesetzt. Und hier war es niedriger. Bedeutet, da war zum Beispiel Wasser und so Zeugs. Da haben sie es dann aufgefüllt. Hier sind die Bagger aktiv, weil es höher ist als das gesetzte Ziel. Und deswegen baggern sie es ab. Bedeutet, Planierung geht genau auf das, was du vorgegeben hast und tut entweder abbaggern oder voll kippen. Was ich jetzt letztens gelernt habe, weil ich selber verwirrt war, ist, wenn du zwei Gebiete, Baukontrolltürme übereinander liegen hast, spinnt es ein bisschen. Bedeutet, schau am besten, wenn du sagst, du machst eine Area mit einem Baukontrollturm, weil du da zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kupferloch machen willst und dein Kupfer verkippen willst, anstatt in ein Lager schmeißen, schau, dass die Area von keinem anderen Baukontrollturm kontrolliert wird, weil ansonsten kann es zu Problemen kommen. Immer schauen, dass du sie nicht überlappst, wenn du nicht nur abbaust, sondern verkippst, planierst und das Ganze. Am besten darauf auch achten. Ja, was gibt es noch so groß zu sagen? Am besten natürlich, wenn du sowas hast wie hier zum Beispiel. Ich verwende das ja zum Beispiel hier sehr gut. Ich habe hier diese, das Schüttlager, was ich hier habe. Mit der Exportroute habe ich eine Exportroute gegeben zu dem Baukontrollturm. Dieser Baukontrollturm tut mir Gestein, Schlacke, Kies verkippen lassen und gibt mir Warnung, wenn Gestein nicht mehr verkippt werden kann. Und durch diese Exportroute, was natürlich das alles ein bisschen effizienter macht, finde ich persönlich, weil du ihm sagst, wo genau er hinkippen soll. Er kippt nicht random, sondern er sagt genau, bei dem Turm, die Areas soll er dir jetzt machen, kippt er mir das rein. Und du siehst schon, die Kollegen kippen hier alles rein. Das sind meine schönen Wasserstofffahrzeuge, die machen das hier sehr effizient und du siehst, es kommt alles rein. Ich weiß nicht, was ich sonst alles sagen soll, weil ich bin nicht unbedingt der Beste beim Erklären, auch wenn ich ein, zwei Tutorials mal gemacht habe. Aber ja. Grundsätzlich, ja, was soll ich sonst dazu sagen? Genau, es ist halt einfach aufpassen, dass keine Kontrolltürme sich überlappen. Da hatte ich mit dem Planierungstool Probleme und habe es nicht gecheckt. Da hat mir Roe geholfen in dem Fall mit einer Erklärung. Roe ist sowieso allgemein Profi in diesem Spiel. Zockt wahrscheinlich wesentlich mehr wie ich und nimmt es ein bisschen ernster wie ich. Also, falls du noch Fragen hast, schreib es auf jeden Fall, oder falls jemand noch Fragen hat, schreib es in die Kommentare. Entweder ich oder ich vermute mal, Roe wird auch darauf antworten. Roe ist so aktiv, also immer noch Daumen hoch für Roe.
Genau. Und ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich bis jetzt habe mit Verkippen. Ansonsten funktioniert das immer relativ gut. Hier sieht man schon wieder, was ich falsch mache. Und normalerweise habe ich das Gefühl, sagt das Spiel eh relativ gut, wo die Probleme gerade liegen und wo man anlegen soll. Genauso wie hier zum Beispiel. Man sagt halt, dass nichts mehr zum Abbauen ist beim Sand. Bedeutet, ich muss mir jetzt anschauen, dass ich hier ein bisschen Sand wieder reinkriege. Wie schaut man was Sandstand aus? Oh, vielleicht ganz wichtig, dass ich mir den jetzt anschaue. Also, gehen wir mal zurück zu dem Projekt bei mir hier. Ich hoffe, ich konnte damit helfen und die Probleme ein bisschen auflösen. Aber das sind so die Sachen, die man beachten sollte, finde ich, wenn es um Verkippen geht. Einmal die öffentlichen Richtlinien, wenn man keine Baukontrollturm-Area vergeben hat für die Area, wo man es halt verkippen will. Vielleicht eine Exportroute, wenn man das eh schon in einem Lager hat. Das macht es ein bisschen effektiver noch. Und natürlich, dann muss man natürlich auch im Ding sagen, hier im Lager. Wo ist es? Hier ist es. Dass man es leeren soll. Weil ansonsten machen sie natürlich nichts, weil es ist ja kein Auftrag da, das zu entfernen. Das habe ich nicht auch schon ein, zwei Mal vergessen, dass ich zwar das alles gesetzt hatte, aber vergessen habe zu leeren. Könnte also sehr, sehr wichtig sein, sich das immer wieder anzuschauen. Genau. Wir wollten uns gerade Sand anschauen, weil mein Sand gerade abhaut. Gut, Kollegas. Dann werden wir mal... Ja, da haben wir hier zuletzt abgegraben, ne? Dann werden wir die Restecke hier angehen müssen. So, was wollt ihr und wo wollt ihr hin? Schau mal, euch können wir gleich die Area hier vergeben. Oh, warte mal, das war der falsche Turm. Falscher Turm, sorry, sorry. So, warte mal, jetzt habe ich den falschen Turm gerade vergeben wollen. Wo ist denn der Turm, den ich da mal... Woher kommt ihr und wo wollt ihr hin? Ah, ich werde euch trotzdem hier mal eine Verkipp-Area geben. So, warum ist hier eine Planier-Area auf 1 drüber? So, einfach mal für mich für die Ordnung wieder. Dann nehmen wir den Sandkontrollturm hier und setzen den uns hier rein. Und machen jetzt eine Abgrabefläche und zwar erstmal eine Dreier hier oder so eine Vierer hier rein. Damit wir uns da mal reingraben und dann hier um die Ecke gehend. Gut. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Erklärung fandet, weil die war doch, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Vielleicht muss ich mich einfach mal ein bisschen verbessern mit Erklärungen. Da hinten, Höhenunterschied reingemacht, aha. Was, wo habe ich eigentlich noch mehr Sand? Eigentlich hier hinten, ne? Und hier habe ich eventuell Sand zugekippt. Ja. Wir müssen wahrscheinlich bald auf Alternativsand umgreifen. Mit Quarz. Wie war das eigentlich? Wird dann Quarz zu Quarz oder wird Quarz zu Sand? Oder zu Quarzsand? Schauen wir mal. Quarz wird zu verkleinerten Quarz und verkleinerter Quarz wird zu Sand. Okay. Bedeutet, ich muss eine Zwischenstufe einbauen. Aber bei der Geschwindigkeit, die hier arbeiten, ist das gar nicht schlecht, weil wir wollten ja hier dann die modulare Anlage hier bauen. Oh, oh, oh. Ah ne, ihr seid immer noch dieselben, ihr könnt mir wurscht sein. Ja, ist auch nicht schlimm. Das ist ja mal absolut nicht schlimm, das können wir auch wegtun. Das heißt ja nur, dass wir genug auf Lager haben. Also was anderes würde ich das ja gar nicht sehen, ne? Aha. Dann werde ich die hier wohl zwischendurch höher platzieren. Kopieren wir hier auch nochmal und schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Ein stabiler Grundschutz sollte auch gut ausschauen. Auch wenn es irgendwie nicht sehr gut ausschaut. Aber es funktioniert. Jetzt haben wir schon wieder das Wasserstoffproblem. Holy moly. Weißt du was? Du wirst auch ein Wasserstoffkipper.
Wo willst du hinfahren? Ah, nach da hinten, weil da jetzt öffentliche Verkippfläche ist. Und hier ist immer noch Gold. Wo sind unsere Verkipper hin? Hä? Wo sind die? Was hast du gerade verkippt? Kann das sein, dass du ein bisschen Gold geladen hattest? Was hat denn hier da? Schlacke? Warum ist da Schlacke? Warum habe ich zur Hölle da mal Schlacke verkippt? Klar musste das woanders hinfahren. Oh. Ich habe hier keinen Schlacke-Export bis jetzt. Schlacke, 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 Schlacke. Schlacke. Und bauen. Wisst ihr, Entschuldigung, ich habe irgendwie ein volles Rasseln in der Lunge. I don't know why. Wisst ihr, dass ich heute schon wieder die Folge aufnehme, genau an demselben Tag, wie sie rauskommen soll? Ich bin in letzter Zeit Profi beim richtig zeitlich aufnehmen. Oh, es ist so schlimm. So, super. Und leer machen bitte immer. Wenn ich euch nicht auf leer stelle, klar passiert da nichts. Alle voll leer immer, bitte. Das hat eh eine 3, gut. Hat die Erde auch eine 3? Nein. Leute, ihr habt eine 3 auf Sand. Ah, jetzt machen sie es schon. Jetzt müsste er auch gleich sich Sand aufnehmen, oder? Und dann ist das Lager eh schon wieder gut leer. Ja, jetzt machen sie es. Ich weiß zwar nicht, warum sie Erde nehmen, aber dann... Ach, jetzt werden wir nur noch ausgelastet sind. Das ist natürlich auch ein gutes Zeichen dann eigentlich. Wir können uns ja auch mal zwischendurch offene Dinger nehmen und schauen, dass wir die upgraden. Dass wir Stück für Stück hier den Wasserstoff unterkriegen in allen Anlagen. Weil dann kommen wir immer mehr vom Petrol weg und sind da auch gut dran, weil ich glaube gerade irgendwie, dass wir aus irgendeinem Grund ein Kraftstoffproblem hier kriegen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Warum haben wir ein Kraftstoffproblem? Irgendwo muss ja dann Engpass sein. Weil bis jetzt hat ja immer der Kraftstoff gereicht. Warum sollte er auf einmal so schlecht werden? Du läufst durch und du machst Rohbenzin. Du machst uns auch schön Sachen. Wasser habt ihr alle. Du machst uns Kraftstoff. Und die Lager sind voll. Und das läuft ja auch noch alles. Also es ist auch nicht so, als ob wir nichts hätten. Wo willst du jetzt hin? Oh, ich habe das Sandlager eingebaut. Das könnte problematisch sein. Was war der Überweg nochmal? Den kann ich eigentlich abreißen, ne? Da muss ja keiner mehr hin. Weg damit. Wartet, 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 wartet. Jetzt haben wir alles gleich. Shit, gut, Aufzug. Hey, das ist automatisch geändert. By the way, fällt mir gerade so auf. Hier dran da. Und, oh. Nee, warte mal, hier ist, nee, hier ist nicht. Oh. That could be a problem. Du wirst zu Salz. Du auch. Reißen wir dich schnell ab.
mit einer Maximum und schnell entfernen. So. Und dran da. Genau, und jetzt ist er für die Verteilung zuständig und die Kollegen machen das hoffentlich jetzt auch. Na schön, jetzt warten sie schon. Warum liefert der denn Sand rein? So, warum ist der... Oh, ich habe den eingebaut. Nee, habe ich nicht. Eigentlich, doch, habe ich. Einmal klar, ich habe eingebaut. Ah, was habe ich getan? Was bist du für eine Leitung? Du bist unsere Wassernachpumpleitung. Das bist nur eine Leitung, eine 2, oder? Ja, eine 2. Kann ich dich rein theoretisch hier irgendwie drüber kriegen? Nein, nicht außenrum. Das ist verboten. Oder ich baue wenigstens kurz die Leitung hier. Und nur ein bisschen Fläche. Um den Teil dazwischen abzureißen. Und schnell liefern. Jetzt sollten ja alle zum Sand kommen, oder? Warum tun sich denn auf einmal alle so schwer? Aus und an. Gut. Sie kennen Salzimport, ist ein Salzexport, Mensch. Hier liefern sie immer noch Sand an, das ist super. Und jetzt sollten wir auch wieder im reinen Sand sein, nicht mehr im Kombinationssand. Wie es hier ausschaut, kriegen wir aber immer weniger Steine ran. Was ist denn hier los? Sie kommen hier noch nicht über die Brücke drüber, deswegen müssen sie jetzt außen rumfahren. Und das tut natürlich unsere Geschwindigkeit ein bisschen tanken. Wie wäre es denn, wenn ich euch die Info gebe, dass ihr meinetwegen hier auch verkippen könnt? Wäre das dann nicht für euch einfacher? Aber ihr werdet wahrscheinlich wieder die ersten nehmen, die ich eingetragen habe, ne? Das ist ein Listsystem, nicht ein Entfernungssystem. Oder? Oh doch! Ja, perfekt. Dann haben wir so eine Verstärkung. Dann nehmen sie immer hoffentlich das, was am nächsten ist. Weißt du was, wir bauen jetzt hier auch schon eine Wasserstofftankstelle hin. Einfach, weil wir es können. Und weil es wahrscheinlich gar nicht schlecht ist, wenn wir hier in der bei der Mine eine Wasserstoffanlage hinsetzen. Immer mindestens halb voll halten. Und jetzt pumpen wir eine Wasserstofftankstelle ran. Wo waren denn die blöden Tankstellen wieder? Hier. Wasserstofftankstelle. Mit einer Rohrleitung 3 dran. Habe ich eigentlich das andere Ding auf Entleeren gesetzt, den letzten Tank?
Dann habe ich nicht. Flehren bitte, weil dann können wir wieder produzieren. Aber Vorteil ist natürlich so. Jetzt können wir halt nicht fertig entleeren, aber wir haben ja trotzdem die Funktionalität davon. Na, hier habe ich wieder die Aufteilung pausiert. Aber aktuell schauen wir allgemein sehr gut aus, finde ich. Also es läuft alles sehr stabil. Wir haben zwar nicht alles umgestellt wie gewünscht, aber Sand kommt wieder nach. Das ist natürlich vorteilhaft, wenn wieder Sand in bestimmte Anlagen kommt. Aber wir sollten jetzt zum Glück mit unserem Backup... Ja, hier, schau an. Das Backup hat uns gerettet in dem Fall, was ich hier zwischengesetzt habe. Das ist super. Hier haben wir auch wieder Slim gebaut. Ich bin nur am Überlegen, ob wir die Plastikanlage jetzt doch mal wirklich separieren. Wäre vielleicht kein schlechter Call. Schluckst du nicht auch Plastik? Kunststoff. Dann hätte ich ja hier direkt eine Kunststoffleitung. Nee, warte mal, das ist Poly. Hier ist die Kunststoffleitung. Wenn ich dich neben die Möbelfabrik baue. Schauen wir mal, wir brauchen jetzt Plastik. Habe ich verschrieben für Plastik? Pla. Ach, Kunststoff heißt es. Kunststoff. Mensch. Also ich kann es entweder mit Ethanol machen. Wobei ich bei Ethanol immer noch nicht dabei bin, dass das eine gute Idee ist. Dann mache ich auch Desinfektionsmittel mit, okay? Mit Kunststoff mache ich auch Imbiss. Aha. Die Leiterplatten, die kennen wir. Die Montage, medizinische Ausrüstung, bla bla, Desinfektionsmittel. Okay, wenn wir jetzt auf sagen, wir gehen auf Ethanol. Genau, da haben wir letztes Mal gleich schon geschaut gehabt, dass die Idee wäre, dass man mit einem Gärtank neuen Ethanol herstellt. Dafür braucht man Zucker. Zucker müsste man wieder produzieren. Und ich brauche 12 Zucker für 9 Ethanol. 9 Ethanol reicht mir für... Ne, warte mal, wo ist die Plastikproduktion bei Ethanol? Plastik, Plastik, Plastik. Mit 9 Ethanol kann ich genau... Nein, hä? Bin ich schon wieder falsch? Hier. Mit 9 Ethanol schaffe ich nicht mal ansatzweise den Kunststoff, den ich bräuchte. 9, 18, 27... Vor müsste ich irgendwo eine Fabrik... Aber es wäre halt praktisch, den Kunststoff anders herzustellen. Jetzt haben wir nicht wieder das Problem, dass wir keinen Kunststoff haben. Es geht mir letztes Jahr tierisch auf den Senkel. Wie geht's denn eigentlich mit unserer Fahrzeugteilfabrik? Läuft eigentlich soweit gut. Sind die schon doch alle durch, oder was? Ihr seid auch schon Wasserstoff. Habe ich die ganze Mine schon auf Wasserstoff umgestellt? Nee, nicht die ganze. Du hier? Nein. Freundchen, was denkst denn du? Gott, dass ich die nicht bewegen kann. Ah, warum kann ich das bewegen und nicht das andere? Riesenbagger. Los geht's. Du auch. Wechsel auf Wasserstoffkippmulder. Genauso wie bei dir. Dann müsste ich eigentlich alle umgestellt haben, oder? Und er liefert wieder Wasserstoff zur Wasserstofftankstelle. Haben wir hier auch schon Wasserstoff? Jawohl, der erste Wasserstoff wurde hier auch hingeliefert. Holy shit, ich habe hier drei einfach gefangen dran. Aber die Tankstelle ist halt auch wieder leer. Wir werden aber die Kollegen alle auf Wasserstoff jetzt umstellen anfangen. Erstmal sozusagen die nicht so ganz important things. Und dann für Stück die important things. Dann haben wir nicht jetzt Wasserstoff dann im Einsatz hauptsächlich.
Und mit unserer aktuellen Produktion kommen wir ja gut hinterher. Und ansonsten kann ich noch einen weiteren Strang dran bauen, um die Wasserstoffreform durchzureißen. Aber zurück zum Thema. Es ist doch wurscht, wie ich es mache am Ende, weil ich müsste hier nur umschalten zwischen Ethanol und Rohbenzin. Bedeutet, nur der vordere Teil der Anlage würde sich verändern. Wenn ich das Ende also gleich baue, brauche ich bloß Chlor. Und Chlor habe ich wieder aus Sohle gemacht. Habe ich die Sohle hier direkt bezogen oder wie habe ich das hier mit der Sohle gemacht? Ah, die Sohle habe ich mir gemixt. Die Sohle habe ich mir hier gemixt. Oder warte mal, wo ist Plastik? Ja, hier. Und mit der Sohle habe ich dann das Chlor produziert, was ich wiederum in der Fabrik brauche. Zum Glück brauche ich nur wenig. Aber es wäre natürlich eine Variante, ne? Machen wir uns nochmal ein Design. Wir haben hier noch relativ viel Fläche aktuell überall offen, die wir nicht aktiv nutzen. Also, wir brauchen einen Kollegen, der uns das sozusagen umwandelt. Dafür funktioniert so ein Elektrolysegerät. Dann nehme ich aber gleich den Einser, weil der reicht vollkommen aus. Einfach nicht, um zu übertreiben. Hä? Warte mal. Ah genau, ich brauche da sozusagen Vorstufe noch. Du bist mein Chlorgerät. Und dafür brauche ich dann einen Mischer. Der mir wiederum die Sohle produziert, der Mischer hier. Ist das der Export oder Import? Das ist der Import, genau. So, das reicht ja vollkommen, wenn der so dran steckt. Dann machen wir euch zwei ein Lager vorne dran. Einmal ein Schüttgutlager. Und einmal ein Flüssigkeitslager. Das ist das große Flüssigkeitslager. Wir nehmen das hier. Gehen hier so dran. Und hier gehen wir direkt so dran. Du bist für Salz. Halb voll. Und du bist für Wasser auch halb voll. Bedeutet, der geht hier rein, mixt es und kippt es dann direkt in die Anlage hier. 36 zu... Weißt du was, wir machen das ein bisschen anders. Ich will notfalls es expandieren können. Nee, eins weiter. Vier frei. Dann kann ich notfalls einen Teiler reinbauen. So. Weil das Ding reicht mit seiner 96 Sohle für ja, fast drei, sagen wir es so. Gut, dich legen wir auch gleich fest, genauso wie dich würde ich festlegen. Dann ist das sozusagen unser Chlor-Produktionsgebiet. Tu dich mal kurz ein bisschen verschieben, mein Freund. Du bist mit zu einer anderen Anlage. Gut. Und dann vom Chlor muss ich doch eigentlich nur noch zur Chemieanlage, richtig? Desinfektionsmittel. Kann das nur die Einser? Oder ich habe die falsche Anlage im Kopf? Ich habe die falsche Anlage im Kopf, oder? Welche macht nochmal Plastik? Warte mal, Plastik. Poly, die Polyanlage macht es. Mach mal die lang oder mach mal die breit? Chlor kommt da rein. Hm.
Careful consideration. Aber rein theoretisch so viel tiefer wird sie gar nicht, ne? Wenn ich dich einstelle, du brauchst 6 Chlor nur. Weil, dann passt, wie viel produziere ich hier an Plastik? Hier produziere ich nur die 48, die es hier gibt. Ich glaube, das ist hier gar nicht das Problem, sondern hier ist eher das Problem, dass ich nicht die Leiterplatten unbedingt herkriege, die wir brauchen. Ich produziere 48 und ich brauche hier jeweils 24. Wenn ich expanden will, brauche ich mehr. Ich habe halt daneben meine Glasfabrik stehen. Ne, warte mal, die kann ich doch abreißen. Jetzt kommt es mir gerade. Warte mal. Warum sagt denn keiner was, dass ich die blöde alte Glasanlage noch stehen habe? Die brauche ich ja absolut nicht mehr. Weg damit. Das bedeutet ja, ich kann komplett umbauen an der Stelle. Und wo läuft der Sand hin? Der geht hier rüber. Zu der Anlage jetzt. Was kriegen wir hier raus? Ah, Mischglas habe ich hier noch extra produzieren lassen. Ah, das macht das Ganze ja um einiges einfacher, Mensch. Ein unnötiger Rest gefunden seit Ewigkeiten. Halleluja. Weißt du was? Wir tun jetzt dich auf Prio setzen. Und auf aktiv. Weil dann macht sich die Anlage einmal leer. Und dann können wir sie aufräumen und wegräumen. Und du hast nicht meinen eigenen Säurebehälter. Ha, da, 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 da. Dann habe ich hier noch die komplette Fläche frei. Dann könnte ich vielleicht da den Plastik erweitern. Ah ja, ja, ja. Wie schaut es bei euch aus, meine Freunde? Ich muss halt beim Sand jetzt ein bisschen aufpassen, weil der könnte sich natürlich einstürzen lassen. Immer wieder extrem ausgelastet, typisch. Typical. Hier verschütten wir. Lustig, guck mal. Weil das hier so eine Mixtur ist, wächst hier Gras auf dem abgereicherten Uran. Auch geil irgendwie. So ganz voll ist die Anlage auch noch nicht, aber wir haben immerhin 220 Teraflops frei. Kohle ist auch wieder bummvoll. Ansonsten, der Core läuft stabil. Der hat ja auch mittlerweile eine Automatik drin. Automatische Regelung ist aktiv. Das ist super. Ansonsten läuft die Anlage auch gut. Außer, dass wir halt ziemlich viel Wasser verkippen. Da würde ich gerne nochmal dran rumschrauben. Das ist alles Abfluss, ne? Abfluss und Abfluss. Ich kürze dich mal bis hierhin runter, bitte. Ich weiß, die Folge ist wieder sehr lang, aber ich werde das jetzt hier nochmal schnell machen, mit dem Wasser wenigstens. Nächstes Mal muss ich ein bisschen konstruktiver gleich an die ganze Sache angehen. So. Schnell dran. So, jetzt kommt der spannende Part, weil ich muss das Verkippen von Wasser. Q.
kurz mal abändern. Und somit die Anschlüsse frei machen, so. Und dann machen wir hier Rohrleitung 3 rein. Das muss jetzt schnell gehen, der Teil. Wir haben hier noch eine Leitung. Sollte komplett als Zufluss reichen. Ja, wir überlegen, ob ich das so runterziehe, also hier so lang. Vielleicht so schlauer. Du bist eine Rohrleitung 2. So, Priorität haben die zwei. Die zwei Eingänge haben Prio. Und das ist auch eine Rohrleitung 2, glaube ich, oder? Rohrleitung 2, jawohl. Die kommt hier drüben dran. Dann haben wir das nicht ein bisschen besser aufgeteilt. Bedeutet, da ist nur sozusagen der Main. Und dann geht es zu den Sekundärausgängen. Und da kann ich jetzt auch sagen, die sind Prio. Dann könnte ich notfalls hier noch einen weiteren Wasseranschluss dran basteln. Wobei ich lieber schauen würde, ob wir nicht einen zweiten Flüssigkeitsspeicher hier zwischenhängen können. Wenn ich mir so einen Atomreaktor mal in die Hand nehme. Warte mal, ich kann ja das hier drüben probieren, ne? Energie. Kernreaktor 2. Flüssigkeitsspeicher. Wo ist genau das bei mir platziert? Zwei hoch, drei seitlich. 1, 2, 1, 2, 3. So. Wait, aber wir haben doch eh nur drei Anschlüsse, oder? Achso, der eine geht weiter, ne? Der eine führt bei mir außen rum. Das geht sich aber aus. Das muss jetzt halt eine sehr, sehr schnelle Aktion werden, um den Zwischenspeicher auch für den Atomreaktor zu verbessern. Gut, danke schön. Flüssigkeitsspeicher anschließen. Und direkt drei Leitungen. Perfekt. Leitung, Gebäude und... Wasser, komm schon! Reparieren wir schnell. Überhitzt, jetzt müsste doch das Wasser eigentlich da sein, oder? Läuft die Anlage über die, ne? Ja, perfekt.
So, und jetzt gehen wir wieder Brennstoff. Na, stellst du uns wieder die Mockstäbe, cool. Und jetzt kommt schon wieder nach. Jetzt liefern wir schon wieder Füllstoff, super. Ah, schau mal, da sieht man auch, wie schnell sich das eigentlich wieder auffüllen sollte. Jetzt muss man, war ja natürlich ein kurzer Dip, der ist jetzt wieder vorbei. Ah, fort an Hitze. Ja. Darf ich die Wandlung nochmal einstellen, beständig auf 50 oder so? Gut. Nee, aber gut, dann hat es nicht auch schon... Ah, ich wollte gucken, wegen den Schiffen. Ich kann die echt auf... Ich kann die auf Schweröl... Was? Kann die auf Schweröl umstellen. Aber bedeutet, ich kann die auf Wasserstoff fahren lassen? Das finde ich ja voll geil. Dann lasse ich hier eine Leitung durchgehen und dann wird das hier zum Wasserstoffschiff. Also muss ich mit jedem Schiff sozusagen selber entscheiden. Ach, ich muss aufs Schiff klicken, damit es produziert. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war schon eine sehr, sehr lange Folge und die wollt ihr heute natürlich auch noch sehen. War cool, dass ich das Schiff auch auf Wasserstoff umstellen. War auch eine geile Idee. Das hatte ich heute überhaupt wieder komplett vergessen, mir anzuschauen. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt ein Stück für Stück voran. Jetzt werden halt alle Fahrzeuge langsam umgestellt, die wir hier... Man sieht hier schon, jetzt müssen die ganzen Bagger vorfahren, sich umstellen lassen. Das ist natürlich jetzt ein längerer Zeitpunkt, dass das passiert. Also ich glaube, hier, genau, hier arbeiten gerade nur 3 anstatt den 4, weil der eine umgestellt wird. Aber die haben auch schon eine funktionierende Wasserstofftankstelle hier stehen, die ready ist für Kunden. Und da kommt schon der erste Wasserstoffkollege wieder her. Und das ist natürlich dann schon vorteilhaft, wenn wir das so hinkriegen. Aber natürlich haben wir jetzt das Wichtigste, oder das, die größte Umstellung war jetzt hier beim Atomreaktor. Knapp vor der Überhitzung, beziehungsweise sie hatten die Überhitzung, Atomreaktorüberhitzung. Aber wir haben immerhin jetzt hier ein bisschen wieder aussortet, auch wenn es eigentlich ein Vergangenheitssystem ist. Wir kriegen hier ein bisschen größeres Backup-Wassersystem für die nächste Zeit. Einfach, weil der wird natürlich noch lange laufen, bis die Umstellung fertig ist, bevor wir den abtragen können. Und dann wird auch erst alles von hinten abgetragen, die ganze Anlage, bevor vorne alles abgetragen wird. Wie schaut euch hier das Lager aus? Schaut immer noch gut aus. In den nächsten 2 Jahren. Nächste Beseitigung in 2 Jahren. Und dann kommen 180 strahlungsfreier Abfall raus. Da müssen wir noch schauen, was wir mitmachen. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.